Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir Adem. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich darf hier nämlich beim Spieletest mitmachen. Das Spiel soll bald in den Early Access kommen und es handelt sich hierbei natürlich wieder um ein Survival-Spiel, was ihr solo spielen könnt oder aber auch im Koop. Das ganze Spiel stammt von den Entwicklern Tactive Games und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Lasst uns mal reinschauen. Also gut, ihr startet also ein neues Spiel und steht dann hier an der Position, an der ich stehe. Ich bin ein Mann, das konnte ich mir vorher nicht auswählen. Und ja, es handelt sich natürlich um ein Überlebensspiel und deswegen sollten wir gucken, was wir jetzt hier so machen müssen, um zu überleben, in welcher Welt wir sind. Ich denke mal, wenn ich mir das so anschaue, hier auch mit den Autos, dass es dann in einer modernen Welt stattfindet. Genau, und deswegen würde ich jetzt einfach mal schauen, was da so auf uns zukommt. Also, wir haben mein Inventar. Das ganze Spiel kann man jetzt schon auf Deutsch spielen. Ihr seht schon, hier steht Holzkiste. Hier steht dann zwar noch Your Inventory, was jetzt aber nicht so schlimm ist. Und wir haben eine Taschenlampe, Dosenspaghetti, eine Limonade und den Stock und den Stein, den wir gesammelt haben. Und hier in dieser Kiste befindet sich jetzt eine Nockenwelle und zweimal eine Autobatterie. Ich glaube, die brauchen wir am Anfang jetzt nicht. Hier haben wir eine Aktentasche. Was ist denn da? Notizzettel, Notizblock, Papier. Es sieht irgendwie aus wie eine Kopie von dem Arsch und von dem Kopf. Okay, ich will gar nicht wissen, was die da getrieben haben. Aber davon brauchen wir jetzt auch nichts. Schauen wir mal, wenn wir auf Tab klicken, haben wir unser Inventar. Da sehen wir, was wir eben ja in unserer Tasche haben und rechts, welche Sachen wir so tragen. Da haben wir natürlich jetzt noch nichts. Wenn wir unter Crafting klicken, haben wir hier ja diese Standarddinger, die man sich in jedem Survival-Spiel craften kann. Da steht dann auch natürlich dabei, was man alles braucht, um es zu craften. Bei Survival haben wir dann die Unterschlüpfe, bei Waffen ja natürlich die dementsprechenden Waffen. Und Medizin ist auch klar. Was ist denn unter sonstiges? Stacheldraht. Okay. Gut, ja dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal um, starten einfach rein, gucken, dass wir uns vielleicht mal den Unterschlupf bauen und hier einfach mal ein bisschen erkunden. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir schwimmen können. Ja, das geht auf jeden Fall. Und okay, klar, es ist nur ein Spieletest. Hier kann ich noch nicht drauf, wie mir scheint. Dann lassen wir das jetzt auch mal, nicht, dass es uns irgendwie noch mehr verbuggt. Schaut mal, da oben sieht es so aus, als hätten wir ein Haus oder so. Das heißt, ich würde jetzt mal dahin laufen. Gucken wir, ob wir hier irgendwas ernten können. Ich weiß auch nicht, ob in diesem Spiel irgendwelche Feinde auf uns warten. Ich weiß, dass es anscheinend PvP geben soll. Das heißt, ja, klar, offene Welt mit anderen Spielern dann logischerweise. Genau. Ja, zur Grafik vielleicht noch was zu sagen. Ja, so die Bäume und die Wiese, die finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Die Steine, ja, kann man drüber streiten, wären jetzt nicht so meins. Ah, und ich glaube, wir haben hier so eine Art Diner gefunden. Gucken wir doch mal. Tisch F greifen. Ach so, ich kann den Tisch in einen Karton packen. Ist ja geil. Und dann mit in mein Zuhause nehmen, oder was? Ja, das finde ich witzig. Kann ich das irgendwie ablegen? Ja, ich kann es hier hin platzieren. Okay. Hier haben wir dann auch Autos. Ich weiß nicht, ob man mit denen fahren kann. F fahren. Fahrzeug an, aus mit E. Oh mein Gott, tatsächlich. Tatsächlich, man kann damit fahren. Haha, ist das geil. Hallo. Einmal bitte turn around und dann da lang. Das finde ich ja cool. Gut, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir gucken uns jetzt in dem Diner um. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass man hier auch Autos fahren kann. Und, oh, hier sind sogar Motorräder, Leute. Coolo. Können wir dann schauen, ob wir auch das benutzen können. Sitzbank Jelly Beans. Ach, das packt er auch in so einen Karton. Ja, gut.
Ich will aber eigentlich was in mein Inventar packen. Dosenspaghetti aufheben. Sehr schön. Glas aufheben. Was ist das? Konservendose nehmen wir natürlich mit. Ist das eine Kühlkiste? Kühlbox öffnen. Geil. Hier ist einiges drin. Fellflasche nehmen wir mit. Kann man ja zweimal mitnehmen. Limonade, Limonade. Und wir können, wie es ausschaut, 15 Kilo tragen und haben 11,2, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, so viel können wir jetzt auch nicht mitnehmen. Hotdog-Steamer greifen, den könnten wir mitnehmen. Spülmaschine könnten wir auch mitnehmen. Also das wäre richtig cool, wenn man sich dann so ein Haus einrichten könnte. Mit dem ganzen Zeug, was man hier so findet, weil dann kann man ja die Kisten quasi ins Auto packen und dann ja, zum Zuhause fahren. Hier ist noch so eine Jukebox. Kann man mit der irgendwas machen? Ja, die kann man auch mitnehmen. Okay. Wenn wir hier auf Crafting nochmal gehen, dann haben wir ja unter Survival auch die ganzen Sachen, die wir machen können. Ich frage mich jetzt gerade, ob da noch mehr dazu kommt. Also beispielsweise, ob man irgendwelche Blueprints findet, um sich dann auch ein Haus bauen zu können. Das würde mich interessieren. Wir steigen jetzt aber mal ins Auto. Ja, fahren jetzt einfach mal so durch die Gegend. Und wenn man so guckt, die Straßen sind schon sehr, ja, baufällig, sehr bewachsen. Also das heißt, vielleicht ist auch hier irgendwas Apokalyptisches passiert und wir sind irgendwie so der letzte Überlebende. So in der Art stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und ich glaube, da hinten haben wir auch wieder ein Haus. Lenkung ist ein bisschen schwer, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier mit der kaputten Brücke, Leute. Oh, stopp. Oh mein Gott, halt an. Stopp. Mach mal aus und lass mich aussteigen. So, und das ist noch ein bisschen verbuggt, wie man sieht. Gestrüpp kann ich aufheben. Okay, brauche ich aber nicht. Der Camper ist auch ziemlich am Arsch. Und jetzt, was passiert? Ah, hat gerade einen Hänger gehabt. Aber ich kann mich. Kann ich mich reinsetzen? Nee. Ja, hier ist eine ganze Menge los auf jeden Fall. Kann nicht auf die Karte gucken. Du musst zuerst eine Karte finden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben hier unten auch wieder die Anzeige mit Hunger und Durst. Momentan ist aber noch alles im grünen Bereich. Ich möchte eigentlich mehr irgendwie Häuserzeug finden. Vielleicht gehen wir dann doch mal in die Richtung zurück und schauen uns da noch um. Was da für Blubberblasen aufsteigen. So, na dann lauf mal, Freundchen. Lauf und zeig uns, wo die Häuser stehen. Vielleicht gibt es ja auch ein Bett, wo man schlafen kann. Vielleicht wird es dunkel, vielleicht regnet es. Das sind alles die Sachen, die ich euch noch nicht sagen kann. Dafür müssten wir noch ein bisschen länger spielen. Ah, wartet mal, wenn hier noch eine Zauntür ist, dann könnte doch hier irgendwo auch ein Haus sein. Würde zumindest irgendwie Sinn machen, gell? Ja, laufen wir den Weg einfach mal lang. Könnte ja auch mal eine Straße gewesen sein. Seht ihr schon irgendwas? Ich sehe jetzt noch nichts. Okay, hier sind wir wieder auf der Straße. Laufen wir einfach weiter. Der Typ hier könnte natürlich auch einer von der Bundeswehr sein. Das würde zumindest irgendwie seine Klamotten erklären und wie er gerade gelaufen ist. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich denn die Autos irgendwie durchsuchen? Heckklappe kann ich tatsächlich öffnen. Kann ich näher ranzoomen? Das geht auch. Becher, Becher. Ich brauche eine Karte. Wir brauchen eine Flasche. Motorhaube. Hier, wir können ja mal in diesen Van gucken. Der sieht vielleicht vielversprechend aus. F.
Karton öffnen. Radierer, Filzstift, USB-Stick. Und schauen wir da rein. Kabel, Schalter, Laptop. Ja, aber eine Karte ist hier leider nicht drin. Was ist das? Limonade. Ja, nimm's halt mal mit. Ja, schade. Wir brauchen eine Karte. Was ist das? Ach so, der Streifen. Hat der Lastwagen vielleicht eine Karte? Nee. Kann ich da rauf? Das geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch Städte gibt. Das habe ich gelesen in so einem Tipp. Ich weiß halt nur nicht, wo die sind. Jetzt viele Schulbusse. Leute, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist, aber vielleicht ein Hafen oder so. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Ah ja, guckt mal an. Oder vielleicht ein Industriegebiet, das könnte natürlich auch sein. Ja, cool. Dann haben wir hier schon mal was gefunden. Hier ist auch ein Gebäude, Zugschienen. Müssen wir mal schauen, wie wir reinkommen, weil hier ist Stacheldraht. Ich weiß natürlich nicht, ob uns der was ausmacht. Aber wie es scheint, können wir hier nicht rein. Irgendwo wird es einen Zugang geben, denke ich. Hoffe ich. Schauen wir mal. Hier führt dann auch der Highway. Da hinten auf dem Berg, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Überlegt euch das mal oder stellt euch das mal vor, ihr seid postapokalyptisch irgendwo ganz alleine. Weiß nicht, würde euch das Angst machen oder fändet ihr das cool? Ich frage für einen Freund. Okay, und hier ist wohl doch kein Weg nach drin. Doch, hier kann man doch durch. Wunderbar. Dann gehen wir gleich mal zu dem Gebäude hin. Also hier haben wir was. Jetzt kann ich da durch? Ja. Aha. Das ist also einfach nur leer. Interessant. Das hier auch. Wie sieht's denn hier aus? Da kann man rein. Was ist das? Palette. Kann man auch mitnehmen? Rolltisch kann ich mitnehmen. Oh mein Gott, da ist irgendwer. Mach die Tür zu. Oh Gott, Leute. Da ist irgendwer. Mich verstecken. Ich sehe nichts. Gott, ist der jetzt hier drin? Ich habe Angst. Das sah irgendwie aus wie so ein Roboter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Gott, ich darf mich nicht bewegen. Da draußen ist es. Guck, das ist doch ein Roboter. Okay, gut, er ist aber abgedampft. Naja, dann schleichen wir mal hier lang. Halleluja, Werkzeugkasten, Säge. Okay, die ist schon mal gut für Baumstämme. Hammer, auch gut. Den können wir vielleicht doch mal ausrüsten, oder? Jawohl. Was können wir noch ausrüsten? Die Säge, Taschenlampe dann hierher. Packen wir uns mal eine Limonade dahin und Dosenspaghetti auf die 5. Jetzt wird es nämlich dunkel, wenn ihr das sehen könnt. Ich habe echt Angst vor dem Ding. Ich weiß ja nicht, ob das gut oder böse ist. Spitze, Lineal, Ordner, Taschenrechner, Tasse. Also man hat auf jeden Fall viele Sachen, die man finden kann. Laptop, Schalter, Kanister. Hätte halt gerne mal eine Karte. Ich glaube, Desinfektionsspray. Sprühdose. Bolzenschneider. Den nehmen wir mit.
Ja, Brecheisen. Sehr geil. Brecheisen brauchen wir auf jeden Fall. Hallo? Okay, dann nehmen wir es erstmal so mit. Teppichmesser. Das ist auch cool. Also, die Brechstange tun wir mal dahin. Die dient uns jetzt mal als Waffe. Cool. Haben wir noch schon ein bisschen was gefunden? Wenn ich jetzt die 3 drücke, muss ich das L. Ah, Taschenlampe an. Taschenlampe an, ja. Naja, gut. Okay, ich würde sagen, schauen wir mal raus, wenn es geht. Ist nämlich noch heller. Knien wir uns mal hin. Gehen hier mal ganz leise. Oh Gott, ich habe schon wieder irgendwas gehört. Oh, der schießt auf mich. Steh auf. Hilfe, der schießt. Okay, das ist natürlich scheiße. Meine Gesundheit ist voll am Arsch. Und jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Sehr schön, nicht. Naja, gut, Leute. In dem Sinne beende ich dann den Part auch wieder. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob wir das Spiel noch weiterspielen sollen und ob ihr Interesse daran habt. Bis jetzt fand ich es bis auf die Grafik eigentlich ganz cool zum Erkunden. Wie gesagt, da warte ich auf euer Feedback und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bye, bye.